Wirst du als Mann von Frauen wahrgenommen oder nicht? An diesem Grund kann es liegen. Als allererstes, ist dieses Video lang? Ja. Musst du dir das Video komplett anschauen? Nein. Du kannst dir dieses Video entweder jetzt nur die ersten 5 Minuten oder die ersten 15 Minuten anschauen oder sogar irgendwo innerhalb des Videos hinskippen und dir dann dort einfach nur einen Bruchteil anschauen. Das ist völlig okay für mich. Mein Anspruch ist es, dass du überall in diesem Video so viel Wert für dich bekommst, dass du Aha-Momente hast und du von ganz alleine weiterschauen möchtest. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das völlig okay. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andy Friday. Ich helfe Männern dabei, ihr inneres Charisma wieder so nach außen zum Strahlen und zum Leuchten zu bringen, dass sie sowohl die nette Arbeitskollegin als auch die Frau, die sie schon lange in ihrem Freundeskreis immer wieder kennen und sie endlich mal erobern wollen, oder sogar die Frau, der sie beim Bergsteigen oder beim Wandern begegnet sind, so von sich verzaubern, dass sie ihnen ihre Nummer gibt, mit ihr auf ein Date gehen können und sogar eine Beziehung beginnen können. Das mache ich seit über 10 Jahren und wenn du mich jetzt schon länger hier nicht mehr auf dem Kanal gesehen hast und vermisst hast, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ich dich wieder sehen kann. Ich habe eine längere Pause gemacht und ja, danke, die hat mir auch sehr gut getan. So, wollen wir loslegen. Zunächst mal möchte ich dir die Geschichte von Georg erzählen. Georg kam zu uns rein ins Coaching. Georg war Mitte 30 ungefähr, er war Polizist und er hat es einfach nicht geschafft, weder in der Arbeitsstelle, also unter seinen Kollegen, noch irgendwie nach Feierabend oder im Freundeskreis irgendwo Frauen kennenzulernen und von sich anzuziehen, von sich zu begeistern, sich interessant für Frauen zu machen. Georg hatte, wie viele Männer, die sich bei uns in der Charisma-Analyse bewerben, immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht. Und zwar, sobald er in einer sozialen Situation war, wo eine schöne oder intelligente Frau, von der er viel gehalten hat, dabei war, er sich auf einmal zurückgehalten hat. Er sich nicht frei so verhalten konnte, wie er es wollte. Und selbst wenn er mit ihr geredet hat, dann war da immer eine gewisse Distanz dabei. Besonders wenn er sie mochte, dann war das Ganze natürlich auf Faktor 10 und Faktor 100 hochgeschoben. Ja. Ich kenne das natürlich aus den hunderten von Dates, die ich damals hatte, wo ich dann bei Frauen so nervös wurde, dass ich angefangen habe, wie wild zu schwitzen, und ich hatte immer ein Wechsel-T-Shirt in meinem Rucksack dabei, weil ich einfach nicht mit einem T-Shirt zurechtgekommen bin, weil es grundsätzlich immer voll geschwitzt wurde, wenn da wunderschöne, smarte Frauen dabei waren, die ich einfach super interessant fand. Georg hat dann im Coaching erstmal eine wichtige Sache anvisiert, und mit dieser Sache haben wir dann auch sehr viel Erfolg gehabt. Und zwar war das die Bandbreite an Emotionen. Stell dir das Ganze so vor. Wenn du als Kind hinfällst, und je nachdem, nach deiner geistigen Konstitution, wird das beim einen mehr oder beim anderen weniger ausfallen. Aber was machen dann die meisten Babys, Kleinkinder, wenn sie hinfallen und sich vielleicht irgendwas aufschürfen? Richtig, sie fangen an zu weinen. Sie zeigen Emotionen. Was machen Babys oder Kleinkinder, wenn sie einen anderen Menschen sehen, ein anderes Kind, das sie schon kennen, mit dem sie schon gespielt haben, und sie haben jetzt 2 Tage das Kind nicht mehr gesehen und jetzt auf einmal begleiten die Eltern das andere Kind ins Haus hinein und sie sehen das andere Kind. Was machen sie dann? Richtig, sie zeigen Emotionen. Sie rennen dann vielleicht auf das Kind zu, umarmen das andere Kind, reden wir jetzt mal von 2- oder 3-Jährigen, sie umarmen das Kind und dann zeigen sie ihnen direkt was und dann wollen wir zusammen spielen. Diese Kinder, die ihre Emotionen zeigen, die wurden noch nicht von ihrer Umgebung so sehr eingedrillt, dass Emotionen zeigen verkehrt ist. Ja? Wir haben das, seit wir Kinder sind, von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von den Menschen in unserer Umgebung, vielleicht sogar von anderen Kindern, die, wenn wir ein bisschen zu laut waren in deren Meinung oder irgendwie zu sehr aufgefallen sind von Kindergartenlehrern, von den Aufpassern, dann wurden wir ermahnt. Dann hieß es, sei nicht so laut, sei still, geh wieder zurück in die Ecke oder spiel da hinten. Ja. Dass du dich zeigen kannst, wurde von Anfang an so limitiert, dass du dich nur dann zeigen durftest, wenn es in die Regularien und in auch manchmal einfach nur ins Gemüt der Erwachsenen gepasst hat. Und das ist ein verdammt kritischer Faktor, denn Georg arbeitet in einem Umfeld, wo er, wie gesagt, er ist Polizist, ja, arbeitet in einem Umfeld, wo natürlich Regularien noch wichtiger sind. Das heißt, du kannst dir bestimmt vorstellen, wie ihn das noch mehr davor zurückgehalten hat, allein in seinem Habitus, in seinen Gewohnheiten, dann auch frei zu sein, auf andere zuzugehen und wirklich sich selbst zu sein. Ja? Also es gibt diesen Spruch, der gleichzeitig super
super korrekt ist, aber gleichzeitig einfach nur niemandem etwas bringt und totaler Schwachsinn ist. Und das ist der Spruch, sei du selbst. Wenn eine Freundin dir vielleicht den Tipp gibt, wie sollst du dich bei einem ersten Date verhalten, und sie sagt dir, sei einfach du selbst, sie wird dich schon mögen, dann meint sie es lieb, aber was zum Teufel meint sie damit eigentlich? Weil wir selber zu sein, das haben wir schon seit wir Kinder sind verlernt. Ja. Das heißt, beim Georg ging es darum, die Emotionen, die er in jeder alltäglichen Situation, wenn er eine schöne Frau sieht oder wenn er begeistert über ein Thema redet, das ihn begeistert, oder eben wenn ihn etwas beschäftigt, dass er diese Emotionen immer nur bis zu einem bestimmten Grad gezeigt hat und nicht mehr als das, immer sehr verhalten. Und das ist etwas, was wir sehr oft beobachten können, gerade doch bei Männern wie Alex oder wie beim Amit, die bei uns alle im Coaching waren. Georg war einfach jemand, der gerne unter Freunden mal gelacht hat, also lächeln konnte er auf jeden Fall, aber alle Sachen, die darüber hinausgingen, waren einfach nicht so frei zugänglich. Ja. Das heißt, woran du dann, wenn du von Frauen nicht wahrgenommen wirst, als erstes arbeiten solltest, ist nicht, dass du interessanter werden musst oder dir irgendwie eine Maske aufziehen solltest, die du weder bist noch sein willst, wo du ein Arsch bist, ein Macho oder irgendjemand, der dir vielleicht im Internet sagen will, dass du extra Alpha sein musst und Frauen rumkommandieren und Dominanz zeigen musst. All das ist Schwachsinn, das wird dich nicht weiterbringen. Das ist etwas für die als kurzfristige Strategie, definitiv etwas, was dir einen kleinen Energieschub gibt, weil du eine Maske aufziehst und wie wir alle so wissen, wenn man Masken aufhat, das haben wir gerade in den letzten Jahren mitbekommen, dann ist es leichter, laut zu sein, sich aufzuregen. Ihr habt das bestimmt auch in den Nachrichten gesehen, wie in den letzten Jahren einfach Menschen mehr gegeneinander aufgehetzt waren und Streit einfach öfter zu sehen waren. Ja. Wenn wir Masken aufsetzen, dann verhalten wir uns grundsätzlich anders. Das berühmte Stanford Prison Experiment ist auch nochmal so ein Beispiel. Das ist keine Langzeitstrategie, so zu tun, als wärst du jemand, der du nicht bist. Wenn du ein verkopfter, aber herzlicher Mann bist, ja, ein Mann mit Tiefe, der in seinem Job oder in seinem Umfeld einfach immer wieder gelernt hat, sehr rational zu sein und nicht seine Emotionen spielen zu lassen. Und erst recht, wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, wie ich auch, in der Schulzeit, in der Kinderzeit, wo, wenn du dann mal ein Mädchen mochtest und dann von allen anderen dafür gehänselt wurdest oder das Mädchen dir eine Abfuhr erteilt hat, dann wagen wir es nicht mehr so direkt, dann trauen wir uns nicht sofort, unsere Gefühle zu zeigen. Ja, wir haben da dann einfach einen Riegel vorgeschoben, weil wir dafür eins auf den Deckel bekommen haben. Das heißt, das Erste, was du tun kannst, ist nicht, dass du versuchst, jemand anders zu sein oder dass du überlegst, wie du sie von dir überzeugen kannst, wie du noch interessanter für sie wirst, sondern dass du dir selber erlaubst, in jeder Emotion, in jeder Situation, in der du bist, mehr von dieser Bandbreite in die eine oder in die andere Richtung auszufüllen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Gespräch mit deinem Arbeitskollegen bist und er erzählt dir irgendwas über die letzten Quartalszahlen und du denkst, du wirst da etwas stutzig und denkst dir, na, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Wo du vielleicht früher noch so reagiert hättest, okay, na gut, dann sollten wir uns das nochmal anschauen, und du hast quasi in diesem Beispiel überhaupt keine Emotion gezeigt, dann zeig doch in diesem Moment einfach mal eine kritische Mimik. Ja, komplett leichtes Beispiel. Kritische Mimik, das heißt, er erzählt dir irgendwas über diese Quadratzahlen und du machst dann... Üb das jetzt einfach mal vorm Spiegel. Geh direkt, nimm dein Handy, mach Selfie-Modus an und mach mal kurz so diese Grimasse. Fühlt sich vielleicht komisch an, aber da löst sich etwas. Ja? Das hat etwas auch mit unseren Zugängen zu unseren Emotionen, auch einfach in unseren Synapsen zu tun, weil diese Pfade einfach nicht so oft quasi durchgeölt wurden, wie wir sie noch als Kind durchgeölt haben. Ja? Das heißt, wenn du dir öfters einfach mal traust, deine Mimik mehr spielen zu lassen, ja, mit deinen Augen, mal den hier zu machen, mal, oh, nein, wirklich, wenn du mit jemandem redest und der Mensch erzählt dir etwas ganz normales Smalltalk aus dem Alltag und du fragst ihn dann einfach so, wirklich, du flunkerst mich doch nicht an, oder? Na gut, dann werde ich dir mal glauben. Wenn du so etwas mehr wagst, ja, mehr die Extreme deiner ohnehin schon existierenden Emotionen einmal zu bedienen, dann wirst du bemerken, dass es dir auch leichter fallen wird, in solchen Situationen auch mal mehr Spaß zu haben, weil du mehr Zugang dazu bekommst, freier zu sein in dem, der du bist. Das bedeutet, du bekommst es hin, mehr du selbst zu sein.
Ja, am Anfang wird sich das vielleicht noch ein bisschen komisch anfühlen, aber du wirst sehr schnell merken, wie auch der Georg das nach wenigen Tagen schon gemerkt hat, dass dein Umfeld positiv darauf reagieren wird. Ja, es gibt immer irgendwelche komischen Situationen, die sich dann ein bisschen komisch anfühlen, aber hey, wenn wir uns verändern, wenn wir neue Resultate erwarten möchten, dann werden wir auch Dinge tun, die wir vorher noch nicht getan haben. Also lade ich dich herzlich ein, hier einfach mal an dieser Einstelle, an dieser Stellschraube zu schrauben. Was wir natürlich wirklich für dich möchten, was mein Ziel ist, ja, was wir im Coaching immer bevorzugen, ist nicht, dass du einfach nur ein paar kleine Erfolge im Alltag hast, sondern dass du es tatsächlich auch schaffst, deine Traumpartnerin kennenzulernen oder eben als Single so glücklich zu sein, weil du jetzt die Unabhängigkeit hast, ganz viele Frauen kennenzulernen. Und das hat Georg zum Beispiel dann auch geschafft. Der Georg hat dann nämlich eine Frau kennengelernt, die mittlerweile immer wieder auch Teil von seinen Testimonials, also von seinen Erfahrungsberichten, wenn er uns immer mal wieder ein Update schickt, immer wieder im Video mit dabei ist, weil sie genau weiß, dass er ein Coaching mit uns gemacht hat, und sie ist dann dabei und sie küsst ihm auf die Schläfe oder auf die Backe, und er ist ganz stolz darauf, dass seine Freundin ihn so akzeptiert, wie er ist. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache zu beobachten, weil der Georg ist jetzt in einer richtig, richtig erfüllenden, glücklichen Beziehung. Das hat er innerhalb von, ich glaube, das war nach der 10. Coaching-Woche, wo er bei uns war, hat er dann diese Frau kennengelernt, und in den nächsten Wochen hat sich das dann angebahnt. Und es ist einfach wunderschön, so etwas zu sehen. Und das war der erste Schritt. Ja? Also, wenn du nicht von Frauen wahrgenommen wirst, dann liegt das daran, dass du dich als erstes immer noch verstellst, dass du nicht das rauslässt, der du eigentlich bist. An zweiter Stelle liegt das in etwas, was wir emotionale Abhängigkeit nennen. Was ist emotionale Abhängigkeit? Das ist dieser Zustand, wenn du nicht in jeder Situation, in der dir etwas an einem anderen Menschen liegt, dich so frei verhalten kannst, wie wenn dir nichts an diesem Menschen liegen würde. Da kommen wir wieder genau zu diesem Punkt, warum die ganzen Typen, die dir sagen wollen, dass du ein Macho und Arschloch werden sollst, falsch liegen. Denn diese Männer sagen dir dann, aha, um mehr emotionale Unabhängigkeit zu haben, müssen dir also andere Menschen einfach egal werden. So, natürlich wird das auch seinen Effekt haben. Ja, Männer, die oder Menschen, die einfach über Leichen gehen, die sind zu mehr imstande. Ja, ist richtig. Aber das bringt ja auch nicht die glückliche Beziehung. Weder hat das für den Georg irgendeine sinnvolle Beschäftigung oder für dich. Ja, das ist nichts, was wir anstreben sollten, wenn du wirklich eine glückliche, erfüllende Beziehung auf Augenhöhe anstrebst. Ja. Jetzt überleg dir einmal wirklich die letzte Frau, die du wirklich mochtest, in die du vielleicht sogar verschossen warst oder die du auf einem Date getroffen hast, und dann wart ihr vielleicht auf einem Date, aber nach diesem Date wollte sie dich nicht wiedersehen. Entschuldigung, oder du hast mit einer Frau hin und her geschrieben und es kam nie zum Date. In diesen Situationen hast du immer etwas in dir gehabt. Ne? Denk mal drüber nach, ob das stimmt oder nicht. Hast du immer etwas in dir gehabt, was dir gesagt hat, mach keinen Fehler? Ja oder nein? Wenn in dir etwas war, das dich jedes Mal, wo du etwas sagen wolltest, justiert hat und dein Verhalten in eine oder in die andere Richtung justieren wollte, weil du keine Fehler machen wolltest, dann nennen wir das emotionale Abhängigkeit. Das heißt, nicht nur wie bei vielen Männern, die technische Berufe verfolgen oder einfach zu verkopft seit Jahren schon sind, nicht nur begrenzen sie sich aufgrund dieser ganzen inneren Monologe, dass du nicht aus dir rauskommen solltest, dass du nicht gesehen werden solltest, dass du nichts verkehrt machen solltest, nicht nur hast du nicht diese emotionale Bandbreite, von der wir gerade gesprochen haben, sondern du hast auch nicht den Willen, weil du Angst davor hast, dass du etwas falsch machen könntest. Ja, es ist also sowohl die Gewohnheit als auch die Angst. Und da drin, worin wir uns im Coaching ganz klar unterscheiden und was ich dir sehr ans Herz lege, ob du jetzt dich bei uns meldest für die kostenlose Charisma-Analyse, wo wir mit dir gemeinsam einen Leitfaden erarbeiten, was für ein Flirt-Typ du genau bist und wie wir dir in 10 Wochen ebenfalls dabei helfen können, oder du das für dich alleine machst. Ja, der Punkt ist der, andere Menschen haben Angst. Und die Frage ist, möchtest du weiterhin Angst haben oder möchtest du das Gefühl haben, dass du frei bist von deiner Angst und dass du einfach mal Dinge fließen lassen kannst, dass du einer Frau auf Augenhöhe begegnen kannst, wenn du sie siehst, dass du ihr einfach mal Hallo sagen kannst, dass du ihr durchaus ein Kompliment geben kannst, was von Herzen kommt. Nicht, weil du etwas bei ihr erreichen willst,
sondern weil du so viel in deinem Herzen zu verschenken hast, dass sie dann auch das an dir merkt und wahrnimmt und wertschätzt und sich dich dann eben nicht wie den anderen Mann, dem sie gerade vielleicht vor kurzem noch einen Korb gegeben hat, weil er eben doch etwas Unlauteres im Sinn hatte und sich selber verstellt hatte, nicht so verhält, sondern bei dir dann auch ihre Nummer gibt und mit dir auf ein Date gehen möchte, mit dir schläft und eine Beziehung beginnt. Die Männer, die dir sagen, du müsstest ein Arsch sein, Alpha sein, du müsstest mehr auf andere scheißen und dass Frauen XY wollen und die, da musst du einfach nur mal, da gibt es gewisse Menschen hier auch auf YouTube, die dir vielleicht diese Tipps geben, da musst du einfach mal in ihren Gesichtsausdruck schauen, während sie dir diese Tipps geben. Lächeln sie dabei oder schauen sie verkrampft? Meinst du, diese Männer haben selber Freude an ihren Beziehungen mit Frauen? Oder hast du den Eindruck, dass es dort sehr hart zur Sache geht? Völlig egal, ob dieser Mann jetzt den Lebensstil lebt, den du leben möchtest oder nicht. Realisier eine Sache. Wenn du Frauen so überzeugen möchtest, indem du dich anders verhältst vor ihnen, dann gibst du dich der Angst hin, dass so wie du bist, nicht richtig sein könnte. Und diese Angst, die wird dich dann ein Leben lang begleiten, weil du dann sogar auch noch mit diesen Masken, die du dir aufsetzt, immer mehr bestätigst, dass so wie du wirklich bist, falsch war und du anders sein müsstest. Wie wir unseren Teilnehmern helfen, ist, dass wir ihnen helfen, die Angst loszulassen. Was wir machen, ist Coaching ohne Angst. Ja, bei uns wirst du auch nicht sofort auf Frauen losgelassen, wie es immer im Internet heißt, wenn du irgendwie googelst, flirten lernen oder Frauen ansprechen, dass du diese Überwindung aufbringen müsstest. Auf offener Straße, da ist eine Frau und du siehst sie und jetzt zählt es, Flirtschalter an, ja, jetzt zählt es, jetzt muss ich mich überwinden und jetzt gehe ich hin. Das, was du dort siehst und was vielleicht dein geistiger innerer Monolog von dir erwartet, das ist eine sehr große Überwindung von dem, was dich bisher zurückgehalten hat. Natürlich haben wir es da mit der Angst zu tun. Bei uns im Coaching wird keiner von 0 auf 100 auf einer Straße dazu gebracht, so und jetzt bist du gefragt, geh und sprich Frauen an. Das ist einfach nicht konstruktiv. Wir wissen einfach, dass das Annähern an diese neue Realität, die du als Kind schon kanntest und wie dein Geburtsrecht ist, dass die auch ein Prozess einfach ist, dass wir mit gewissen behutsamen Methoden begegnen müssen. Und so passiert es dann, dass Männer dann schon in der zweiten oder dritten Woche unserer Flirtmasterclass es schaffen, dass wenn sie auf andere Menschen, nicht mal andere Menschen ansprechen, sondern in der Nähe von anderen Menschen sich befinden, dass andere Menschen sie dann auf einmal begrüßen. Ihnen Hallo sagen. Das ist etwas, was wir immer wieder hören. Der Manuel, der erzählt davon. Manuel, der wohnt in Südtirol, also deutschsprachig, und der hat davon immer wieder erzählt. Der ist so begeistert von diesem Coaching, weil er immer wieder erzählt, wie er muss einfach nur durch die Stadt gehen und das ist etwas, was er vorher noch nie erlebt hat und auf einmal begrüßen ihn Menschen und sagen ihm Hallo und sagen ihm Guten Morgen. Und das hören wir immer und immer wieder. Ja, das hat auch der Costa gerade wieder erzählt, das hat der Paul erzählt. Das ist etwas, was automatisch passieren wird, wenn du eben nicht an der Maske oder an mehr Dominanz oder mehr Alpha-Sein arbeitest, weil das schreckt Menschen ab, ja, sondern wenn du daran arbeitest, dass du wieder voller Stolz, voller Zufriedenheit wieder du dich als du selber fühlst. Und das erreichen wir in den ersten paar Wochen schon, ja, mit den Flirt-Elementen, mit den Regeln der Verführung, mit dem, was dich wieder zu dieser emotionalen Unabhängigkeit bringt, ja. Und dann ist es ganz normal, dass die Männer dann auch in Woche 7, 8 oder meistens schon in Woche 6, wenn sie jetzt, und ich möchte da nicht zu weit vorgreifen, wenn sie jetzt dann auch mit Frauen intimer werden und Frauen berühren und mit Frauen auf flirtigen Situationen ganz anders reagieren wie früher, dass dann auch sie von der Frau Nummern bekommen oder dass sogar die Frau ihre Nummer holen möchte. Ja, das hat der Gerald jetzt zum Beispiel vor kurzem wieder erzählt im Coaching. Das ist so geil, wenn du im Gespräch mit einer Frau in der Straßenbahn sitzt und die Frau will dich nicht gehen lassen, dass sie nach deiner Nummer fragt. Wann passiert sowas denn bitte? Doch nur in irgendwelchen Hollywood-Vorstellungen, oder? Nein, so etwas passiert bei uns im Coaching aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir eben nicht aufgrund von Angst coachen, sondern dass du wieder der Mann sein darfst,
der einfach in dir kitzelt, der rauskommen möchte. Ja, das heißt es, diesen inneren Spark wieder nach außen zu bringen, dein inneres Charisma, das schon immer nach außen kommen wollte. Ja. Und Männer wie der Paul, die erleben dann eben solche coolen Sachen, dass sie dann nicht nur eine Frau kennenlernen. Und das ist nochmal der dritte Punkt, über den wir jetzt gleich mal reden sollten. Weil der dritte Punkt, warum Männer nicht von Frauen wahrgenommen werden oder so wahrgenommen werden, wie sie wirklich wahrgenommen werden möchten, der ist auch sehr, sehr kritisch. Denn vielleicht warst du schon in einer längeren Beziehung. Vielleicht ist deine letzte Beziehung schon eine Weile her. Ja. Kannst du von dieser Beziehung behaupten, dass du derjenige warst, der den ersten, den zweiten und den dritten Schritt gegangen ist? Der sie ausgesucht hat, der gesagt hat, genau du gefällst mir, mit dir möchte ich ausgehen. Und der da den ersten Schritt gemacht hat beim Küssen, so einen Kuss angesetzt hat, mit ihr geschlafen hat und der dann auch gesagt hat, weißt du was, ich möchte mit dir zusammen sein. Oder hat sich das alles eher so ergeben, weil sie diese Impulse gesetzt hat, wenn du immer wieder das Gefühl hattest, dass es an der Frau liegt, den ersten Schritt zu tun, weil du dich nicht getraut hast oder du einfach gedacht hast, das ist der falsche Augenblick und du dich in irgendeiner Weise gehemmt gefühlt hast, das zu tun, was du eigentlich in dir gespürt hast, du tun solltest. Ja. Dann hast du eine ganz, ganz schlechte Ausgangslage für diese Beziehung auf Augenhöhe. Für diese glückliche Partnerschaft, mit der du dann auch alt werden kannst, wo du Kinder gemeinsam haben kannst, wo du ein Haus bauen kannst und all diese wunderschönen Erfahrungen und Momente und Geschichten schreiben kannst, die du irgendwann mal deinen Enkeln erzählen kannst. Denn diese schönen Erlebnisse, die kannst du nur dann erleben, wenn du ein Leben gelebt hast. Und das ist jetzt etwas, was du wirklich in jeden kleinen Augenblicken deines Lebens auch schon spüren kannst. Ein Leben, in dem du dir erlaubst, zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Das bedeutet, dass du auch mal derjenige sein darfst, der den ersten Schritt geht. Die Männer, die bei uns im Coaching dann eine Freundin bekommen, das ist nicht die Erstbeste, die dann Lust auf ihn hatte, sondern das ist, weil ich gerade von Paul geredet habe, das ist dann die Frau, der sie nach einem einem Auswahlprozess, wo sie mit vielen Frauen auf einem Date waren und sie festgestellt haben, weißt du was, ich habe jetzt diese Unabhängigkeit, ich merke jetzt die Gabi, die Susi, die Leonie, die Franziska, das sind alles nette Damen und ich habe Spaß gehabt auf den Dates, aber irgendwie hat es dann nicht geklickt, aber mit der Steffi, mit ihr kann ich mir mehr vorstellen und ich mag Steffi wirklich sehr. Und dann findest du auch tatsächlich diese eine unter 10.000, wie der Paul es so schön bezeichnet hat. Er hat gesagt, weißt du was, Andi, hier habe ich wirklich die eine unter 10.000 kennengelernt. Und der Paul, der war auf mehreren Dates. Ja, der hat sich dann aber diese Frau aktiv ausgesucht, weil er jetzt derjenige war, der zu seinen Bedürfnissen gestanden ist. Der ihr auch gesagt hat, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir zusammenpassen. Ich möchte das gerne noch ein bisschen ausprobieren. Welcher Mann hat denn den Schneid, so etwas zu sagen? Hast du jetzt so etwas vielleicht schon mal in deinen Beziehungen bisher gesagt, dass du dir noch nicht sicher bist und dass du erst nochmal auswählen möchtest und Zeit vergehen willst, weil du dir nicht sicher bist, ob ihr zusammenpasst? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Es sind eher die Frauen, die uns so etwas sagen. Die sagen, ich habe mich noch nicht wirklich verliebt oder ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht sollten wir es langsam angehen, vielleicht brauchen wir eine Pause oder eben mit dir Schluss machen. Und manchmal, nach 10, 20 Jahren Ehe sogar, und da gibt es einige Männer, die sich dann bei uns in der Charisma-Analyse bewerben, die dann zu uns kommen und sagen, ja, ich hatte jetzt eine längere Ehe, wir haben Kinder, mein einer Sohn ist 12, die andere ist 9 und jetzt ist alles in Bach gegangen, Bach runter, in die Brüche gegangen. Wo soll ich jetzt wieder anfangen? Ich würde gerne meine Ex-Frau wieder erobern, aber ich habe keine Ahnung wie, sie hat den Kontakt abgebrochen und so weiter und so fort. Und selbst wenn sie schon einen Schritt weiter sind und sie wieder neue Frauen kennenlernen wollen, sie wissen nicht, wo sie wieder anfangen sollen. Und das ist sehr verständlich, denn es haben sich über diese Jahre immer wieder diese Muster bestätigt, dass sie nicht zu ihren Bedürfnissen gestanden haben. Dass sie schon viel früher hätten sagen sollen, was sie wollen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das dann auch durchziehen. Und das fängt schon in den kleinen Momenten an. Ja, das fängt schon im ersten Date an, das fängt schon beim Schreiben mit einer Frau an. Nochmal ein weiteres Beispiel für diese emotionale Abhängigkeit und dieses, dass du nicht zu deinen Bedürfnissen stehst. Schau einmal auf die Länge
der Nachrichten, wenn du mit einer Frau schreibst. Wer von euch beiden schreibt mehr? Das ist jetzt keine 0815-Regel, die auf alle Situationen zu münzen ist, aber schau einfach mal in deinen eigenen Chats, wie das so ist. Denn wenn du derjenige bist, der länger schreibt als sie, dann ist das, und das ist auch keine Regel für immer, aber tendenziell ist das die Wahrheit, die wir immer wieder beobachten. Dann ist der Mann in Erklärungsnot. Dann ist der Mann derjenige, der versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Der sich interessanter machen möchte, der versucht, die Spannung aufrechtzuerhalten und sich bemüht. Die Frage ist die: Für was solltest du dich bemühen, wenn ihr noch nicht zusammen seid? Wenn sie nicht schon die Frau ist, die dir ihre Liebe bekannt hat, die gerne mit dir einschläft, die dir einen Kuss morgens auf die Backe gibt, wenn ihr aufwacht, die dich verliebt anschaut und sagt, ich liebe dich, wo der Sex einfach wunderschön ist, wo du eine wirklich tiefe Verbindung spürst. Wenn diese Frau nicht diese Frau ist, sondern bisher nur eine Frau ist, mit der du gerade schreibst oder ein paar Mal begegnet bist und noch nicht mal geküsst hast, ist sie dann wirklich die Frau deines Lebens? Oder ist sie, wenn wir die Statistik betrachten, nicht einfach nur eine von mehreren Frauen, die damit nicht zurechtkommen werden, wie sehr du dich ins Zeug legst und dann einen Schritt zurückgehen werden? Die meisten Männer machen hier einen Fehler und ziehen daraus den Schluss, dass sie sich kälter vor Frauen verhalten müssen. Dass sie ihnen die kalte Schulter zeigen müssen. Da kommen wir wieder zu den ganzen Deppen, die sagen, du müsstest ein Alpha werden und mehr auf alle scheißen. Die Lösung ist nicht, dass du anderen die kalte Schulter zeigst oder mehr Assi oder mehr Macho oder Arsch wirst. Die Lösung ist die Mischung aus zwei Elementen. Unabhängigkeit und Wertschätzung. Diese zwei Elemente, Unabhängigkeit und Wertschätzung, führen in jeder Lebenslage mit Frauen dazu, dass sie dich als den Mann wahrnehmen, den sie schon immer mal kennenlernen wollten oder für den sie ultra dankbar sind, dass sie mit dir zusammen sind. Das bedeutet, du lernst zum Beispiel eine Frau kennen und du sagst ihr, wow, du bist echt aufgeweckt, ich mag das. Oder du bist der Mann, der, wenn du ihr begegnest, eben nichts zu ihr sagst, kein Kompliment gibt oder wenn er ihr ein Kompliment gibt, ihr dann so in die Augen schaut und er unbedingt möchte, dass sie darauf reagiert. Ja, bitte gib mir Bestätigung, dass ich das Richtige gesagt habe. Magst du mich denn auch? Ja, kriege ich jetzt was dafür? Ja. Letzteres wird immer dazu führen, dass sie Abstand nimmt, weil das keine Unabhängigkeit ist. Ja. Unabhängigkeit bedeutet nicht auf andere scheißen. Unabhängigkeit bedeutet, dass du die Freiheit hast, so ein gebender und gütiger König zu sein, so ein wertschätzender Mann zu sein, dass es dir egal ist, ob du etwas dafür bekommst, wie ein Leckerli, das der Hund bekommen sollte, weil er einen guten Job gemacht hat, oder ob du der Mann bist, der so viel Güte in seinem Herzen hat, der so viele Frauen um sich versammeln kann, die ihn lieben, der eine Familie hat an Menschen, das müssen nicht seine Blutsverwandten sein, aber an Menschen, die ihn wertschätzen, dass er aus der Güte seines Herzens einfach Geschenke machen kann, weil er hat ja genug zu geben. Hast du dir jemals die Freiheit herausgenommen, zum Beispiel auf einem Date, mitten im Satz eine Frau zu unterbrechen? So, das ist eine komische Frage, oder? Das macht man doch nicht, das ist doch respektlos. Das ist doch nicht wertschätzend, eine Frau zu unterbrechen, oder? Das haben wir doch anders gelernt, haben unsere Eltern uns anders beigebracht. Aber was könnte es Wertschätzenderes geben, als ein Mann, der auf alle Regeln scheißt, der Höflichkeit, des Respekts, weil er dir etwas verdammt Wichtiges sagen muss? Zum Beispiel, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie sexy du Augenkontakt halten kannst? So, Entschuldigung, erzähl weiter, wo waren wir bei deiner Schwester? Okay, ja, also was war bei deiner Schwester? Wenn du es dir erlaubst, mal Regeln zu brechen,
die andere dir gesagt haben, was höflich wäre, was richtig wäre, was respektvoll wäre, weil du etwas Wichtigeres findest, das es zu sagen gibt. Wie zum Beispiel ein ehrliches Kompliment. Oder einfach nur deine Bedürfnisse, weil du sie super sexy findest, weil du sie magst, weil sie das jetzt einfach mal hören muss. Ja? Dass du ihr zum Beispiel etwas aus den Haaren streichst, weil sie da gerade einen Fussel hatte, dass du dich einfach traust, den Schritt zu gehen, den du dir noch nie getraut hast zu gehen. Dass du vielleicht der Mann bist, der, wenn es darauf ankommt, die Frau auch küssen kann und sich traut, sie zu küssen. Ich weiß, dass es immer wieder diese Momente gab in deiner Vergangenheit, wo du dir vielleicht gedacht hast, jetzt sollte ich eigentlich, oder da war der Moment, da war diese Situation, aber ich habe mich nicht getraut. Wie wäre es, wenn du die Unabhängigkeit hättest, dich in solchen Momenten zu trauen und der Stimme nachzugehen, die in dir sowieso schon immer wusste, was das Richtige ist? Was glaubst du, woher diese Stimme kommt, wenn in dir etwas sagt, dass da etwas Wahres hier ist, dass etwas Wahres, Wahrhaftiges gerade ausgesprochen werden sollte? Und sei es auch nur, dass sie wunderschön ist und dass es mir scheißegal ist, ob sie danach geht oder ob sie dir einen Korb gibt. Du musstest ihr das einfach nur sagen. Du siehst fucking wunderschön aus. Ich musste dir das einfach nur sagen. Gib mir ruhig einen Korb, ist völlig okay für mich, aber das ist meine Wahrheit. Das musste ich dir einfach mal kurz sagen. So, jedenfalls. Wer bist du? Ich bin Andi. Hi. Diese Wahrheit, die rauskommen darf, ist tausendmal attraktiver und stärker als die Maske und das machohafte Verhalten der Kälte, die du als Front, als Schutzschild aufbauen würdest, um frühere Verletzungen wiederzuspiegeln, sodass du nicht verletzt wirst von Frauen. Also etwas Kindischeres können wir nicht machen. Ja, unsere eigenen Verletzungen zu maskieren, indem wir andere verletzen oder kalt behandeln. Die Lösung ist mehr Liebe. Nicht weniger Liebe. Die Lösung ist, dass du, wenn du mit einer Frau zusammen bist und es gibt Probleme, dass du nicht die Probleme unter den Teppich kehrst. Die Lösung ist auch nicht, dass du sie über dich drüber trampeln lässt und dir alles gefallen lässt. Die Lösung, es tut mir leid, falls das einer der Gründe ist, warum deine ehemalige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber die Lösung war schon immer Wertschätzung und Unabhängigkeit. Ihr zu sagen, Baby, stopp. Hör mal zu, was wir gerade hier machen, das ist nicht konstruktiv. Mich verletzt es, wenn du dies und das sagst. Und ich weiß, es ist nicht dein Ziel, mich zu verletzen, es ist auch nicht mein Ziel, dich zu verletzen. Okay, aber wir müssen hier was anderes machen, weil so können wir nicht weitermachen. Das, was hier gerade geschieht, das ist nicht in unserer beiden Interesse und es hat nicht diese Liebe und diese Wertschätzung, die ich mir von einer Beziehung wünsche. Also, Baby, ich liebe dich. Ich liebe dich. Lass uns bitte darüber reden. Was können wir besser machen? Ich fange jetzt einfach mal an. Ich könnte zum Beispiel ruhiger sein. Ich könnte, wenn mich was aufregt, könnte ich mich so und so äußern. Gibt es denn etwas, was du hier in dieser Situation hättest besser machen können? Zum Beispiel, ja. Wenn du diese Unabhängigkeit hast zu sagen, Baby, stopp. Ich meine, allein das. Baby, Wertschätzung, stopp, Unabhängigkeit. Ja, allein in diesen Mikromomenten hast du die Möglichkeit zu zeigen, dass dir völlig egal ist, wie die Welt auf deine Persönlichkeit reagiert, wenn du dazu stehst, wer du wirklich bist. Und du bist ein gebender, liebevoller, treuer, ehrlicher, hilfsbereiter, zuverlässiger Mann. Das darfst du zeigen. Ja. Wenn ich dir dabei helfen soll, wie du diese Fähigkeit, die schon lange in dir schlummert, auch nach außen trägst, ja, dann komm und bewirb dich hier in der Beschreibung oder hier auf der Infokarte. Was ist jetzt hier? Schon lange keine YouTube-Videos mehr gemacht. Korrekt, hier. Genau jetzt, genau. In die Infokarte für die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Buch dir da einfach deinen Termin, wie das schon jetzt hunderte von Männern gemacht haben. Wir in unserem Coaching, wir haben eine bestimmte Regel und die ist, wir werden niemanden coachen, wenn wir nicht dafür garantieren können, dass wir vor unserem geistigen Auge schon sehen können, jawohl, das wird genauso wie beim Milad, wie beim Georg, wie beim Makako, wie beim Gerald, wie beim Paul, der die 1 unter 10.000 gefunden hat. Wenn wir nicht vor unserem geistigen Auge schon sehen können, jawohl, ich sehe schon seine ganze Zukunft vor unseren Augen, wie er sein Ziel erreicht und wie er diese Freundin endlich von sich überzeugen kann und glücklich wird mit Frauen, dann nehmen wir niemanden ins Coaching auf.
Ja, da sind wir ganz, ganz strikt. Deswegen haben wir bei uns in der Flirt Masterclass auch nur etwa 20 Männer maximal, die pro Monat überhaupt ins Coaching kommen können. Ja, weil wir für diese sehr intensive und persönliche Betreuung einfach garantieren. Wir lassen dich nicht alleine. Ja. Das machen wir im Coaching. Wenn du einen Vorgeschmack haben möchtest, wie das für dich aussehen könnte, dann gibt es für dich die Möglichkeit und für uns die Möglichkeit, dich kennenzulernen, für dich uns kennenzulernen in dieser kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analyse. Das ist ein einstündiges Gespräch, wo wir genau deinen Flirttyp einmal analysieren, genau auseinandernehmen, wie du in deiner Vergangenheit vielleicht in manchen Situationen dein eigenes Charisma gedeckelt hast und wo eigentlich deine Stärken liegen, die du vielleicht selber noch nicht kennst, wo deine blinden Flecken liegen und wieso die Frau, die beim letzten Mal dann eben nicht mit zu dir nach Hause gekommen ist oder mit dir geschlafen hat oder mit dir zusammengekommen ist, beim nächsten Mal oder vielleicht sogar diese Frau, du es noch rumdrehen kannst und wie beim nächsten Mal die Frau dann auch mit dir zusammen sein möchte und du ganz viele wunderschöne Erfahrungen mit Frauen sammeln kannst. Das machen wir in der Flirttyp- und Charisma-Analyse. Das ist ein sehr intensives Gespräch. Bewirb dich dahin. Wenn du denkst, dass du jetzt endlich mal etwas verändern möchtest, dann können wir darüber sprechen. Dann müssen wir aber auch einfach schauen, ob wir zusammenpassen oder nicht. Wie gesagt, wir können nicht jeden ins Coaching nehmen, aber in diesem kostenlosen Gespräch geben wir dir auf jeden Fall die Möglichkeit, uns zu sagen, wie sehr es dir denn daran liegt, endlich mal eine neue Zukunft zu schreiben und Dinge zu verändern. Wenn du wirklich die Schnauze voll hast, dann klick auf diesen Button, dann klick hier in die Beschreibung, geh zur Flirttyp und Charisma-Analyse und dann such dir Tag und Uhrzeit aus und dann werden wir mit dir gemeinsam darüber reden, wie du in den nächsten 10 Wochen der Mann wirst, der ganz spielend leicht mit seinem Charisma Frauen von sich überzeugen kann und dann eben auch die Freundin bekommt, die er möchte. Ja, das ist dein persönlicher Leitfaden, das machen wir dort. Hier auf diesem Kanal wirst du weiterhin solche Langformate-Videos sehen. Ich hoffe, dir gefällt dieses Format. Wenn du jetzt genau wissen möchtest, wie du auch in wenigen Sekunden ein tiefgründiges Gespräch mit einer Frau beginnen kannst, dann habe ich da ein sehr, sehr cooles Video und zwar ein sehr knackiges und das bekommst du hier.